eine A5 jetzt, oder was willst du? A3. Okay. Sind so auf Wings gewechselt, oder was? Yep. Ja. Hallo. Ah, ist schon ein Unterschied zu, die, zu F4, ne? Und überholf. Ist aber leistungsmäßig ist die F4 eigentlich, denke ich, schon besser als die B6. Ja. Also die hat jetzt gerade am Start irgendwie mehr Power gehabt gefühlt. Und die Wolken, die war aber noch. Sehr schön, sehr schön. Da gehen wir mal noch. Okay, dann nehmen wir hier vorne die Bank noch mit. Also, da gehen wir jetzt rüber. Weil ihr werdet hier hohe Elephants bekommen. Ja. Das ist das Problem auf dieser Map. Wir haben nämlich hier die Elephants erwähnt. Wie heißt die? LR5 FN. Oder ah, auch derzeit das stärkste Flugzeug im Spiel. Also mit der PS. Das ist immer wieder schön, mit Wolken zu spielen. Macht einfach Spaß. Wolken surfen. Wolltest du mit Wolken spielen? Aha. Ich hab doch nichts. Uns kreuzt was gegen Kurs, Lisa, bei der Wolke. Ja, Victor, sehe ich. Ja. Das war, glaube ich, 109 oder? Oh, bin mir nicht sicher. Nee. Das ist eine Feindmaschine. Das ist das Bitte, glaube ich. Vollgas, würde ich auch was sagen. Spitfire sind hier drin, ja. Jetzt redet Lisa. Ja, und Spitfire der, erkannt, ja. Das hat das Problem, du hast hohe Spitfires hier. Vorbei. Will ich dir von oben ran? Bitte, ja. Ob der haut aber ab, oder? Nee. Nee, geht weiter über dieser nach unten. Der wird uns auskurven. Ach, schwingt sie ab. Weiß gar nicht, ob ich das mitmachen will. Mit. Oh, ich werd beschossen. Wo bist du? Ja, über euch, Stütze. Ah, zähl dich. Ja, mach weiter so. Ah, oh Mann, ich bin zu langsam. Ich bin gerade auf dem Scheitelpunkt an euch vorbei. Ah, ich glaube, vorne hat abgelassen. Guck nochmal hinter dich, bitte. Ah, warte ich lange. Der wird gleich wieder dran, ey. Seid ihr vorne eine Defense? Wir sind beim Hafen. Also 20 oder so. Fußbus. Ja, ich glaube, er folgt dir nicht mehr. Ich hänge jetzt an ihm dran. Doch, wir stößt das, okay. Wenn irgendwas stößt, hinter mir ran. Der hat aber 6, aufpassen. Ich das? Ja, ja, oh shit. Hinter dir. Bin ich. Die Spit hängt hinter mir. Ja, dreh weg. Dreh weg, dreh weg. Ja, was soll man denn machen, wenn das folgt dir, folgt dir, folgt dir. Ja, bleib schnell. Ich stütze es über euch ran. Soll ich in irgendeine Richtung? Ah, schön. Gut, okay. Ne, ein anderer hängt noch. Du musst kurven. Ich komm nicht ran. Verstanden. Wieder Lisa, wieder Lisa. Immer schön, dass ich gerade ausfliegen kann und also, dass ich euch einholen kann. Ah, du musst jetzt aufpassen. Der kriegt jetzt gleich richtig gute Position. Ja. Aber ich versuch. Jungs, viel Spaß bei mir weg. Jo, ciao. Der wird da weg. Wird auch beschossen. User, ja, jetzt haben wir eine lange Kette hinter uns, das ist echt blöd. Dreht nicht ab, bleib dran. Die Spit dreht weg. Richtig, ja, die hat Schiss vor dir, bleib du schnell, bleib du schnell. Der hängt ganz dicht bei dir. Oh ja, fuck, ey.
Da geht einer auf die Spit, ich zieh kurz hoch, mach eine Rolle das und geh auf deinen drauf. Flieg weiter, bitte, flieg weiter, so. Ja, ich muss ja erstmal lernen, wie das. Ja, alles gut, alles gut. Boah, du hast hier echt ohne Scheiß, ne? Die ist hier so die kürzere, Alter. Und der hat immer noch keine. Treffer auf die LA5. Ja. Okay. Sehe das Geschieße jetzt. Die hat eine dunkle Fahne. Nochmal Treffer. Und Flügel ab, Horido. King, ich hab dich gerecht. Ja gut, danke. Ja, Vorsicht, da schießt noch eine. Neben dir ist die IL-2, die gerade auf der 100 angeschossen hat. Hä, wo? Auf deiner 3 Uhr. Über dem Wald. Dreht sie zum Port ein. Hafen. Schürze. Mangel G4. Ah, ich sehe da was tief fliegen. Also ist, kein ist das eine IL-2? Nee, es ist Spitfire. Spitfire, ja, ich sehe sie. Ja, das ist vielleicht die von eben. Ah, da schießt schon jemand, jawohl. Ja, ich hab grad geschossen. Ich häng dran. Oh, nee, jetzt nicht. Mann, da zieht er einfach hart weg. Stürz auf ihn drauf. Geht rein. Ah, ich sehe dich bis vor mir. Treffer auf den Flügel. Ich hab ihn auch getroffen. Mann, jetzt bremst er auch noch. Warte. So eine Focke, die ich gerade gesehen habe. User ich bin unter ihm. Er schießt hinter mir. Ja, ich versuche anzukommen. Abend. Hallo. Abend, Kolle. Ah, ich sehe ihn wieder, ja. Ich bin gleich in Schussreichweite. Er ist selber weg. Er hat sich ist in die Bäume rein, gell? Ja. Oh, ich glaube, das ist eine Peschka. Das ist keine 110. Ja, über dem Hafen. Über dem Hafen am Weg, aber jetzt immer noch nicht die Peschka. Schießt gerade drauf. Bei unserem Hafen? Ja. Das ist ein Sturzflug. Ah, ihr seht ihn schießen, ja. Victor. Der Mem auf dem linken Motor. Toll, mich hat ein anderer von uns erwischt. Aber ich lebe noch. Und der Focke, glaube ich, sehe ich da noch. Das war flach oder so. Ich darf jetzt keine harten Kurven machen. Oh, die haut jetzt Vorsicht, tief ab. Ich stürze. Aber ich glaube, ich riskiere nochmal einen Anflug. Ich hab sie getroffen. Zieh weg. Schön. Geh rein. Ja, oh, sie zieht hoch. Ist gut. Ja, ja. Viel Spaß mit dir. Vorsicht, wieso? Da schießt noch was. Weil sie mir hinterhergezogen ist. Ja, ja. Ich hab sie gerade gezogen für euch. Deswegen, viel Spaß, weil die Gunner können da nicht schießen, weil sie waren 90 Grad Winkel nach oben. Und das kann der Gunner nicht, 90 Grad schießen. Ja, ich breche ab, es sind genügend Leute hier. Ja, ich schieße noch einmal drauf. Ach, komm, ja eben. Der muss jetzt sicher sein. Ui, schöne Treffer. Ja, bin raus.
glaube, das war's, ha? Nö, das ist der Peschka. Rüge darauf. Das ist der Peschka, das ist der russische Panzer. Und fliegt noch. Fahr von oben nochmal runter. Ja. Vollgas. Geht raus. Die Karte ist auch scheiße groß, ne? Jetzt scheint er runter zu gehen, ha? Nee. Ich flieg doch. Ich falle. Ich bin auch kurz wie drin, ich steh schon mal. Raus. Jetzt ist er raus. Ja, auch wieder hoch. Ich muss landen, mein linker und mein... Wow! Okay, ich bin mein rechter Flügel ist penetriert. Was ist passiert? Mein rechter Flügel ist sowas penetriert. Ja, meiner ist auch ganz schön kaputt. Ja, absolut. Mehr kaputt als penetriert. Aber wieso habe ich jetzt den Abschuss bekommen, wenn ich weniger reingepumpt habe als du? Das typische Spiel, wer da zuletzt rausschützt, kriegt den Abschuss. Ah, wusste ich nicht. Das ist, oder ich dachte, vielleicht war es jetzt der kritischere Treffer, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe auch drauf gekreuzt, ob ich jetzt den Flügel abgeschossen habe oder du. Das ist eine Peschka, das ist egal. Und ich bin ruhig geworden. Oh, hab ich mich erschrocken. Ja, mein Gott. Ich auch. Ich bin jetzt im Endanflug. Ich bin immer mit Raya der Hand. Da hätte ich jetzt Lust drauf zu schauen. Raya spielt doch Dingens. Ja, aber wenn du ihn nicht fragst, ganz sicher noch eine Runde. Warum kaufst du dir das eigentlich selber, wenn du das dauernd sehen willst? Weil ich das nie selber spielen würde, so ein komisches Ding. So die armen Streicheltiere. Die sieht auch in der Hamster, ne? Er schießt gerade eine Spit auf eine von uns. Oh, der kriegt's nicht mit, er kriegt's nicht mit. Kann man eigentlich im BOS in die Hangars reinrollen? Ja. Kannst auch durchfliegen. Das habe ich schon oft genug gemacht. Und das mache ich mit einer kaputten Maschine jetzt nicht mehr. Ja, Hansiat und ich, wir haben da ein paar schöne Erlebnisse. Was machst du jetzt? Durch Hangars durchfliegen. Ja. Passt fast gut durch die 88, ne? Ah, ja. Passt gut durch. Fast, ja. Hört sich so gut an. Aber sie passt. Das waren auch die Hangars von Hawkins. Genau. Das waren die schwierigsten überhaupt. Ist ja auch in den Attackriegel, ne? Wenn du Lust hast, kannst du auch mit einer vollbeladenen 88 durch die Hangars von Hawkins fliegen. Ach so, ah, stimmt, da hat er doch erzählt, dass er das deswegen irgendwie gemacht hat. Ja, genau. Ja. Davon eigentlich ein Video? Ja, ja klar gibt's ein Video. Ja. Das stelle ich dir gleich mal die Frequenz. Kannst ja. So, Motor aus. War tatsächlich ein schöner, auch eigentlich erfolgreicher Flug, muss man sagen. Also für mich seit langem mit der BOS. Okay.